Herr Krämer, eine Sache vorweg, die mir total wichtig ist. Wir haben insgesamt, wenn wir gleich da sind, eine Stunde Zeit, höchstens. Und in dieser knappen Zeit müssen Sie für sich ja auch schlau werden, ob Beresa etwas für Sie ist. Also bitte, fragen Sie alles, was Sie fragen müssen, das, was Sie bisher nicht in Erfahrung gebracht haben. Am Ende, in der Mitte, in der Diskussion, gleich jetzt vorweg, was immer Sie brauchen, weil wir möchten die Gespräche so machen, dass die wirklich eine beidseitige Bewerbung ist und wir es auf Augenhöhe unterhalten. Das freut mich auch, dass ich alle Fragen stellen darf, weil es ist mir sehr wichtig, dass ich am Ende des Gesprächs alle Themen geklärt habe. Vielen Dank. Sagen Sie mal, wer kennt Sie besonders gut und ist gleichzeitig ein gesunder Kritiker für Sie? Ein Mensch, dem Sie vertrauen, aber der oder die nicht immer gleich Ihrer Meinung ist. Wir nehmen mal die Freundin. Ihre Freundin? Okay. Ihre Partnerin, wenn ich die irgendwo treffen würde, vielleicht beim Supermarkt am Wochenende in der Kassenschlange und ihr fällt was runter, ich hebe es auf, wir kommen kurz ins Gespräch. Ich habe noch mein Namensschild um. Ihre Partnerin sieht, oh, das ist der Herr Gellrich, mit dem der Christopher das Gespräch hatte und so. Und ich frage Ihre Freundin im Falle einer Anstellung, würden wir gerne eine Überraschung machen können. Was rät die mir? Sie würde sagen, dass ich am ersten Tag besonders herzlich empfangen werden soll, wertgeschätzt und dass ich mich einfach gut ins Team finde, weil das für mich sehr wichtig ist. Welche Sache sollten wir vermeiden, was bei dem Christopher vielleicht nicht gut ankommt, ohne dass wir das merken? Worauf sollten wir Acht geben? Dass ich einen Arbeitsplatz habe, um direkt loszustarten. Wenn das nicht der Fall ist, wäre das nicht so positiv. Mal angenommen, Sie arbeiten schon ein paar Monate bei Beresa. Sie kennen sich ein bisschen aus, alles läuft. Und nach dieser Zeit fahren Sie ganz bewusst in ein Wochenende, lassen so die erste Zeit Revue passieren und stellen für sich fest, alles ist super. Und das wird Ihnen gerade klar. Woran würden Sie ein solches Gefühl für sich festmachen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Beresa als sehr, sehr innovatives und fortschrittliches Unternehmen kennengelernt und ich würde mich freuen, wenn sich der Eindruck in den ersten Monaten bestätigen würde. Und natürlich, dass ich auch im Team super aufgenommen werde und dass wir es gemeinsam voranbringen. Das würde mir in den ersten Monaten das Gefühl geben, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Jetzt haben Sie mir schon so viele Fragen gestellt, Herr Gellrich. Jetzt hätte ich da auch die ein oder andere. Was ist denn das Besondere für Sie bei Beresa als Arbeitgeber? Boah, das sind viele Sachen. Tradition, eine weit über 100-jährige Geschichte, eine große Gemeinschaft, ein sehr freundlicher, kollegialer Umgangston, die Chance, in einem Unternehmen tätig zu sein, was hoch innovativ ist und sich um die Zukunft der gesamten Belegschaft kümmert. Die Herausforderung der Branche. Herr Gellrich, jetzt sind wir schon ein paar Minuten unterwegs und mich würde auch interessieren, warum Sie eigentlich bei Beresa sind. Das hat mehrere Gründe. Der erste für mich war Zugehörigkeit. Weil ich war ja vorher Interimspersonalleiter, bin ziemlich rumgekommen und habe eine tolle, starke Gemeinschaft gesucht. Und das ist bei Beresa sehr gegeben. Und das zweite ist, die coolen Autos waren. und natürlich die Arbeitsinhalte, das hängt natürlich immer von der jeweiligen Position ab, weil Beresa erfindet sich gerade neu innerhalb weniger Jahre, ist hoch innovativ und dazu kann ich was beitragen. Und ich bin Teil des Veränderungsprozesses und das macht Spaß. Und auf welche Menschen treffe ich bei Beresa? Auf alle Altersklassen. Wir haben ja alleine schon 211 Azubis, was über 15% der Belegschaft ausmacht. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die schon 30, 40 bis zu 50 Jahre bei uns sind. Fast alle Menschen sind über die recht lange Zugehörigkeit einfach fachlich sehr fit. Die haben Plan.
Und der Umgangsstil bei Beresa ist sehr kollegial und sehr freundlich miteinander. Und eine allerletzte Frage, die mich noch beschäftigt ist. Wenn ich vor einem halben Jahr bei Beresa angefangen hätte, was wären da meine Aufgaben gewesen? Das ist eine richtig gute Frage. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to leave. It's when you're caught in the darkness that comes over me. Remember yours is a light that the darkness cannot be. At your